Kim Kulig und Nadine Angerer. Wenn Sie mal in sich reinhorchen, heute am 4. Juni, ist das jetzt die pure Freude auf dieses Turnier oder ist da auch ein bisschen Anspannung dabei oder vielleicht sogar beides, Nadine? Ja, beides würde ich sagen. Also im Moment sind wir froh, dass wenn wir die Trainingseinheiten überstehen, dass jetzt die Anspannung noch nicht oder die Fokussierung noch nicht so ganz aufs Eröffnungsspiel, aber man merkt jetzt, je näher das Ereignis rückt, umso aufgeregter oder umso mehr freuen wir uns jetzt darauf. Wie geht's Ihnen dabei, Kim? Ja, genauso. Also wir sind alle fokussiert auf den 26. sind jetzt in der Vorbereitung, haben schon 2 Testspiele hinter uns und ja, wir freuen uns alle auf dieses große Ereignis in unserem Land Deutschland. Wir sind schon eine ganze Weile zusammen. Es war ein anstrengendes Trainingslager, was Sie da absolvieren mussten mit diversen Lehrgängen. Dann hat es Testspiele gegeben gegen Nordkorea vor über einer Woche. Dann jetzt gestern das Spiel gegen Italien. Und liebe Zuschauer, Martin Wolf, der hat die Mannschaft während des Spiels und davor und danach begleitet und hat festgestellt, dass es neben dem Fußballfieber auch noch eine ganz neue Leidenschaft gibt. Das Italienspiel war heute schon gar kein Thema mehr für Annike Kran links und Simone Laudier. Ihr Sammelalbum war viel wichtiger. Noch haben sie nicht alle Spielerinnen der WM beisammen, längst nicht alle Fotos eingeklebt, nur das deutsche Team fast schon komplett. Kim Kulig etwa, seit Tagen eingetütet. Torfrau Nadine Angerer dagegen ist knapp auf dem Sammlermarkt. Nur Annike Kran hat sie bereits ergattern können. Da ist sie doch. Ich hab sie. Annike hat sie. Jetzt müssen wir an Annike natürlich noch bestechen irgendwie, aber nee, sie klebt schon, die geht auch nicht mehr raus. Auch im einseitigen Spiel drohte Angerer gestern fast festzukleben, kaum was zu tun für Deutschlands Nummer 1. Ihr Team fast unentwegt dominant, wenn auch zunächst nur selten. So zwingend wie bei diesen Pfostenschüssen von Birgit Prinz und Inka Grimms. Die in der WM-Quali an den USA gescheiterten Italienerinnen nur einmal gefährlich, Nadine Angerer parierte. Im Nachfassen. Bundestrainerin Silvia Neid hatte zunächst überraschend auf Lira Bayramay verzichtet, stattdessen Melanie Behringer gebracht. Wollte sie den Popstar-ähnlichen Rummel um Bayramay damit etwas einbremsen? Wollten Sie sie auch mal so ein bisschen auf den Teppich halten? Nee, bei mir ist das immer nur aus sportlicher Sicht und im Training war die Melanie sehr viel frischer und von daher hat die Melanie angefangen. So durfte die Drittplatzierte der Wahl zur Weltfußballerin 2010 erst nach der Pause ran. Wenn die Trainerin so entscheidet, muss ich das so hinnehmen und trotzdem mehr an mir arbeiten. Aber im Hinterkopf haben Sie das Gefühl, dass es bei der WM, wenn es ernst wird, dann wahrscheinlich anders aussieht? Das weiß ich nicht. Also es ist ja noch alles offen und ich werde es der Bundestrainerin so schwer wie möglich machen. Das Spiel der Deutschen hatte schon kurz vor ihrer Einwechslung Fahrt aufgenommen. Kim Kulig voller Dynamik auf Kerstin Garefrekes, blitzgescheit weitergeleitet zu Inka Grimms, dann das Eigentor von Roberta Dada. Kim Kulig hatte endlich mal Bewegung gebracht ins eine halbe Stunde lang recht zähe Aufbauspiel ihres Teams. Jetzt kam WM-Stimmung auf in Osnabrück. Gleich nach der Pause ein beherzter Antritt unserer Sammelalbum-Enthusiastin Simone Laudier. Gezielter Rückpass auf die eingewechselte Duisburgerin Alexandra Propp. 2:0. Und es kam noch dicker. Wieder Kim Kulig. Nichts hielt die 21-Jährige im defensiven Mittelfeld. Sie forderte die Bälle und bekam sie auch zurück. Das 3:0. Sie hatte es sich verdient nach ganz feinem Doppelpass mit U20-Weltmeisterin Pop. Die erwies sich genau wie die ebenfalls eingewechselte Celia Okoyinu-Dambabi als echte Alternative. Ich denke, das ist gut, dass wir so verschiedene Spielertypen haben. Und das ist das, was die Mannschaft vielleicht auszeichnen könnte. Celia Okoyinu-Dambabi, nur ein Jahr älter als Kim Kulig, ganz abgeklärt zum 4:0. Kurz darauf leitete die gebürtige Bonnerin auch noch den schönsten Treffer der Partie zum 5:0 Endstand ein. Flanke auf Alexandra Propp. Technisch ganz grandios verwertet von der Torschützenkönigin der U20-WM. Der war auch einfach perfekt gespielt. Dann brauchte ich den eigentlich nur noch reinspielen. Und das spricht natürlich auch für die Qualität der Flanken und der anderen Spielerinnen.
Nochmal zurück zur Antreiberin Kim Kulig. Ganz so einzigartig, wie es hier scheint, ist sie offenbar gar nicht. Kim, wie oft haben die denn Kim? Obwohl, hier haben sie auch ein paar Mal Sim. Hier ist eine Kim, da ist eine Kim. Da ist eine Kim, da ist Kim. Hier ist auch Kim. Überall Kims. Sind das geil. Kim, du bist überall. Mensch, aber... Im Team Nordkorea. Dann zeig ich noch mal die wahre Kim. Wir zeigen die wahre Kim. Unsere Kim. Da. Hier ist die wahre Kim. Da ist die wahre Kim. Da ist die wahre Kim. Wenn man sich mal so erinnert an die Ausgaben der Herren bei diesen Panini-Sammelheften, da waren immer ein paar rechte Verbrecherfotos dabei. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Mit den Deutschen auf jeden Fall. Ja, also wir haben ganz viel gekauft, weil wir Ihnen natürlich ein komplettes Set mitgeben wollten. Aber weder Kim Kulig noch Nadine Amra haben wir bekommen. Simone Laudea kann ich Ihnen schon mal bieten. Lira Bayramay, Carla Kick ist dabei. Melanie Behringer haben wir gefunden. Ariane Hingst, Alexandra Popp, Linda Bresonik. Und hier ist noch eine Kim. Kennen Sie die alle? Ja, klar. Hier, haben die schon, aber hier, Australien. Lady Andrade, Carolina Arias. Das ist also ein... Lotte Schelin kenne ich. Die kennen wir auch, die kommt aus Schweden. Genau. Das dürfen Sie mitnehmen, damit Sie super. Ab sofort ja. auch kleben können. Da können wir mal mithalten jetzt. So ist es. Vielleicht können Sie ja tauschen. Das macht Spaß. Das Interesse aber merken wir auch anhand natürlich eines solchen Sammelalbums. Das Interesse an dieser Frauen-WM ist riesengroß. Und wir haben noch ein tolles Beispiel gefunden. Das Beispiel kommt vom Kicker. Der Kicker hat vor 8 Jahren für die Frauenfußball-WM eine Sonderausgabe rausgebracht. Und ich darf jetzt mal die Fußballredakteurin Jana Wiske vom Kicker zitieren. Sie hat gesagt, es war ein Desaster. Es ist nicht verkauft worden, dieses Heft. Jetzt hat der Kicker einen neuen Anlauf gestartet. Und ich zitiere wieder Jana Wiske. Die Werbekunden rennen uns die Bude ein. Das Heft ist finanziert, bevor überhaupt ein Exemplar verkauft worden ist. Erscheinungsdatum übrigens, bevor Sie jetzt loslaufen, ist der 10. Juni. Also mediales Interesse ist da. Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich schön ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch anstrengend. Wie sehr belastet Sie auch dieser Hype, der da momentan entsteht? Oder ist es einfach nur schön? Nee, also erstmal, wenn dieser Hype da ist, da haben wir uns ja auch erarbeitet. Wir haben viel geleistet in der Vergangenheit und von daher ist es auch gut. Also wir wollen ja auch was bewegen. Und im Moment ist es so, dass wir sehr, sehr müde sind und dann oft Medienanfragen kommen, wo man sich manchmal denkt, oh, muss das jetzt sein? Aber ja, es muss sein. Und wir machen es ja auch gerne, weil wir auch richtig Lust darauf haben im Sommer. Bekannt zu werden, neue Identifikationsfiguren zu haben. Von daher machen wir es gerne. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber muss auch sein. Es war ja nicht immer so. Also Nadine Angerer hat natürlich einen ganz anderen Erfahrungsschatz als Kim Kulig. Kann von Zeiten erzählen, in denen der Frauenfußball in Deutschland noch schwer zu kämpfen hatte, obwohl der sportliche Erfolg ja da war. Beneiden Sie heute die junge Generation wie jetzt eine Kim Kulig um diesen, ich nenne es mal, ja, unbeschwerten Karrierestart? Nö, also so unbeschwert ist er ja auch nicht, ne? Also, also beneiden tue ich sie nicht. Wir haben viel Pioniersarbeit geleistet, viel aufgebaut, aber das haben wir ja auch gerne gemacht. Also meine Generation, wir haben ja schon sehr, sehr viel davon profitiert. Ich denke mal an Doris Pitschner oder Silvia Knight. Die haben noch viel, viel mehr aufgebaut, als wir jetzt getan haben. Und ja, die Jungen müssen es jetzt weiter machen. Genau, auf der anderen Seite haben wir Kim Kulig, deren Karriere gerade erst eigentlich so richtig beginnt, die so ein bisschen, ja, ich nenne es mal, ins gemachte Nest kommt. Was haben Sie denn am 12. Oktober 2003 gemacht, Kim? Oh, 2003, schon ein bisschen länger her. Da waren Sie 13, haben beim VfL Sindelfingen gespielt. Und der 12. Oktober 2003, Nadine weiß, was da war. Ja, Carson, Kalifornien. Deutschland, Schweden, 2:1 nach Verlängerung. Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Haben Sie das damals geschaut? Ja, jetzt weiß ich auch, wo ich da war. Ja, da habe ich damals mit meinen Sindelfingen-Mädels haben wir zusammen das Spiel angeschaut. Und auch mit dem tief empfundenen Wunsch, da mal dabei zu sein, war das für Sie damals schon irgendwo eine greifbare Vorstellung? Ja, greifbar weiß ich jetzt nicht, aber es war schon immer mein Traum, A-Nationalspielerin zu werden und natürlich dann auch bei so einem großen Ereignis einer Weltmeisterschaft mitzumachen. Und jetzt habe ich tatsächlich die Möglichkeit und ich bin stolz darauf und freue mich auf sowas. Dann auch noch im eigenen Land. Kim Kulig und Nadine Angerer, die eine ist 32, die andere ist 21, die eine gehört zu einer etwas älteren Spielerin der Mannschaft, die andere zu den etwas jüngeren. Wir haben die Geschichte einfach mal zwei Generationen, zwei Typen und ein Ziel genannt. Und Eike Schulz erzählt sie uns.
Die Sichtweise über Frauenfußball hat sich verändert. Was sind denn das für Mädchen, die das betreiben und aus welchen Gründen tun sie das? Hä? Das Training auch. Und da sind dann auch endlich die Damenfußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Laufen, Erna! Ja, aber Erna ist nicht flink genug. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Vorurteile sind nie ganz abgebaut worden, aber Leistungen wie die von Nadine Angerer lassen sie verstummen. Frauenfußball ist anerkannt, weil... Weil wir geil spielen, weil wir erfolgreich sind, gut ausschauen und verdammt nochmal wirklich so verdammt erfolgreich sind. Tore dieser Art scheuen keinen Vergleich. Die von Kim Kulig sind besonders schön. Darum haben aus zwei Generationen zwei Typen ein Ziel. Weltmeister. Sie wollen die deutsche Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Drei WM-Titel nacheinander hat noch nie eine Fußballmannschaft gewonnen. Es wäre eine gigantische Leistung, wenn der WM-Titel verteidigt würde. Aber darauf fiebern wir jetzt hin, dass in Frankfurt dann beim Endspiel Deutschland gegen wen auch immer im Endspiel steht und das dann auch gewonnen wird. Im Tor steht Nadine Angerer, von allen Natze gerufen. 32 Jahre, angekommen in Frankfurt nach etlichen Fußballstationen. Sie hätte auch im Handball Karriere machen können. Das Debüt 96, in der Nationalmannschaft aber erst die Nummer 2. Hinter der großartigen Silke Rottenberg. Aber Angerer hat Geduld. 7 große Turniere bleibt sie die Nummer 2. Einsätze 0. 2007 hat ein Jahrzehnt Warten ein Ende. So eine Karriere hat es noch nie gegeben, auch nicht unter Männern. 10 Jahre in der Warteschleife, dann der WM-Titel ohne Gegentor. Aber es geht ja noch weiter, mit großartigen Turnieren. Und mit Kim Kulig, die sich auch mal Kulig schreibt. Mit 18, ihr Debüt 2009. Mittelfeldspielerin. Mit einem Schuss, den nicht jede hat. Ihr Durchbruch sofort. Ihre Mutter hätte sie gerne als Mehrkämpferin gesehen. Das ist sie nun auf dem Fußballplatz, auch im roten Trikot. Eine auf der Sechserposition mit Torinstinkt. Athletisch und strategisch bestens geschult. Europameisterin 2009 gegen England. Nur ein Jahr später. Kulig, Kim Kulig, der Ball ist drin. 2:0, Deutschland ist Weltmeister im U20-Juniorenbereich. Da wächst ein Mittelfeldstar heran mit 21 und 2 Titeln. Und nun die WM im eigenen Land. Kulig und Angerer wollen eins. Den WM-Titel Nummer 3. Ja, die Erwartungshaltung an die deutsche Mannschaft, die ist natürlich riesengroß. Der Titel soll es dann bitte doch schon sein. Ist es vielleicht die wichtigste Botschaft noch, bevor das Turnier überhaupt beginnt, dass man das mal sportlich auch einordnet und relativiert? Ja, natürlich. Also erstens ist es wichtig zu wissen, dass wir den Titel nicht verteidigen wollen, wie Silvia Neid auch immer so gern sagt, sondern wir wollen den Titel wiedergewinnen. Und wir haben natürlich Druck und das ist ja auch positiver Druck, den wir haben. Und damit können wir auch umgehen und wir wollen den Titel gewinnen. Wir haben richtig Lust darauf. Es gibt tatsächlich Mannschaften, die machen bei dieser Fußball-WM mit. Da kann man an einem schlechten Tag schon mal verlieren. Und das war es dann in der K.O.-Runde. Kim, ich nenne mal so ein paar Namen. USA. Ja? Ja, auf jeden Fall. Brasilien? Das sind so Mannschaften, mit denen muss man immer rechnen. Die spielen schon seit Jahren guten Fußball und sind natürlich auch Favoriten auf dem Titel. Japan? Norwegen? Wer ist bei Ihnen ganz oben auf dem Zettel? Also ich sage mal so, generell
sind wir oder können wir die beste Mannschaft der Welt sein. Und wenn wir uns aber nicht 100% fokussieren, kann man gegen diese genannten Mannschaften auch mal verlieren. Und wir versuchen es halt zu vermeiden. Sie haben natürlich auch diese Erwartungshaltung, die haben Sie ja über Jahre selber geschaffen. Wir können uns mal die Bilanz der letzten 10 Jahre anschauen, der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Sie haben alle Titel gewonnen, die es gibt. Nur nicht Olympia. Ja. Jetzt schauen Sie mal, was da passiert. Jeweils Dritter. Was war da anders? Ja, gute Frage, wenn wir das wüssten. Ne? Also irgendwie haben wir da... Hat es an der fehlenden Vorbereitungszeit gelegen? Nein. Also wir haben darüber auch schon viel geredet, auch in der Mannschaft, warum wir immer Bronze gewinnen. Ich kann es auch noch nicht beantworten. Wäre natürlich ein schönes Ziel auch dann für nächstes Jahr. Ja, in London. Ja. Nadine Angerer greift es dann nochmal an. Bleiben wir aber erstmal bei der EM. Der Mannschaftspsychologe, der Dr. Arno Schimpf, hat, so hat man mir das jedenfalls gesagt, den Spielerinnen versucht einzubläuen, dass es eigentlich nur um den 17.07. geht. Das ist der Tag des Finals. Stimmt das? Ja, ich denke mal, das ist alle oder das ist das Ziel von allen. Also jeder denkt an diesen 17.07. und will da unbedingt im Finale stehen. Von daher denke ich mal, ist es das weitestgehende Ziel. Aber wir wissen, dass davor sehr, sehr schwere Aufgaben auf uns warten. Die Nadine sagt zum Beispiel, sie braucht gar keinen Psychologen. Ja. Warum nicht? Da hat sie recht. Nee, also ich finde es persönlich viel wichtiger, wenn man das Vertrauen vom Trainer hat, wenn man Vertrauen von der Mannschaft hat. Das ersetzt für mich persönlich jeden Psychologen. Was bringt er Ihnen, Kim? Ja, ich unterhalte mich gern mit ihm. Also muss auch sich vorstellen, wir sitzen da jetzt nicht im Raum und der Arno redet dann auf uns ein wie so ein Psychologe, sondern der Arno ist... Wie redet denn ein Psychologe auf einen ein? Nee, also der Arno ist ein ganz lieber Mensch, mit dem kann man über alles reden. Von daher wird er von der einen oder anderen Spieler eben mehr oder weniger genutzt. Also ich spreche mal ab und zu ganz gerne mit ihm. Es gibt eine Geschichte zum Beispiel, die könnte die Nadine vielleicht mit einem Psychologen aus ihrem Kopf rauskriegen. Das ist diese berühmte Null. Diese Null-Gegentreffer bei der WM in China, im Anschluss daran zur besten Torhüterin gewählt. Gibt es heute etwas, was Sie greifen können, was Sie an diesen Rekord erinnert? Haben Sie vielleicht eine Null über dem Bett hängen? Oder, ich meine, das ist ja etwas, was Sie sonst nur... Wie meinen Sie das jetzt? Naja, eine Null, die Zahl. Also, dass man vielleicht ein bisschen golden angemalt und ein paar Blümchen dazu... Einfach nur, um das zu dokumentieren und um zu sehen, das habe ich geschafft. Weil sonst kann man das ja schlecht greifen. Ja, also eine Null habe ich nicht über dem Bett hängen, aber ich versuche das auch raus aus meinem Kopf zu bekommen, dass ich das wiederholen kann. Also mir ist es wichtig, dass ich souverän das Turnier bestreiten werde, dass ich der Mannschaft helfen kann, dass ich da bin, wenn es drauf ankommt. Das ist für mich wichtig. Und wenn wir 4-3 gewinnen, dann freue ich mich auch. Ja. Hauptsache gewonnen. Ja, genau. Dr. Schimpf, der... Der Mannschaftsspieler, der schwärmt vor allem auch von den Ansprachen von Silvia Knight, weil die mental so gut sei, sagt er. Was macht Silvia Knight so besonders? Ja, ich denke mal, sie ist eine sehr, sehr kompetente Trainerin, spricht Sachen klar an und ja, man weiß immer, was man verbessern muss. Also wie gesagt, sie macht klare Anweisungen und dann weiß man auch, wo genau man sich verbessern muss und dann arbeitet man eben dran. Und das finde ich persönlich ganz gut, dass man eben immer weiß, wo man steht und ja, was man verbessern muss. Wir haben vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass Sie anstrengende Wochen hinter sich haben mit diesen Trainingslagern, mit den vielen Testspielen, sind mehr oder weniger schon seit Monaten zusammen, weil Sie vielleicht auch im Liga-Alltag nicht so gefordert sind. Wie viel Prozent können Sie denn noch rausholen aus sich, bis dann die WM beginnt? Also in Prozent kann ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ich weiß, dass diese Vorbereitung sehr, sehr wichtig für uns ist. Vor allem im athletischen Bereich, Schnelligkeit, eigentlich in allen Belangen. Und da kann man etliche Prozent rausholen. Und diese Prozent sind auch nötig, um dann Weltmeister zu werden. Hat denn die Mannschaft schon ihre endgültige Kontur bekommen, jetzt 22 Tage, bevor es losgeht? Können Sie sagen, es gibt auf jeden Fall noch Punkte, wo wir besser werden müssen und die auch benennen? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, die Testspiele haben es jetzt auch so gezeigt. Also so eine Halbzeit wie gestern gegen Italien, die erste Halbzeit, da hatten wir eigentlich fast immer den Ball, aber wussten dann auch oftmals nicht mit anzufangen und hatten dann auch so ein bisschen
ja, mangelnde Präzision, und daran wollen wir uns verbessern. Also wir wollen eben gut nach vorne spielen, sicher nach vorne spielen, und wir sind froh, denke ich mal, dass wir noch 3 Wochen haben, um das zu verfeinern. Aber es ist ja schon in der zweiten Halbzeit besser geworden. Ich glaube, Nadine Angerer hat in der zweiten Halbzeit nicht einmal den Ball in der Hand gehabt. Nee, ich habe mich gesonnen, zweite Halbzeit. Die Sonne stand auch im richtigen Winkel, war gut. Am 21. Juni beginnt das Abenteuer WM mit der Anreise in Berlin. Bis dahin haben wir schon einige teambildende Maßnahmen erleben können und werden sie vielleicht auch noch erleben. Hier schauen Sie mal, Drachenboot fahren mit der ganzen Mannschaft. Die Mannschaft spielt Basketball gemeinsam, es wird gelaufen. Und gleich sehen wir auch noch ein paar Szenen vom Taekwondo. Man fragt sich schon, ist das nicht ein bisschen übertrieben im Zweikampftraining? Was passiert jetzt noch die letzten Tage, bevor es losgeht? Wir haben noch Testspiele. Genau, wir haben noch Testspiele. Wir haben jetzt noch ein Länderspiel am Dienstag gegen die Niederlande in Aachen. Dann haben wir und dann noch eins gegen Norwegen. Dann noch eins, genau. Und ja, der letzte Lehrgang steht unter dem Motto Feinheiten. Und das heißt, wir wollen alles noch mal verfeinern, was wir bis jetzt geübt haben. Dann wünschen wir Ihnen da ein unglaublich glückliches Händchen. Viel Spaß vor allem dabei, eine erfolgreiche WM. Und die abschließende Frage lautet natürlich, gehen Sie davon aus, dass Sie Angela Merkel in der Kabine treffen werden? Oder wäre Ihnen der Bundespräsident sowieso lieber? Ich finde den Bundespräsident cool, also den würde ich auch einladen. Christian Wolf? Ja, Frau Merkel würde ich auch einladen. Von mir aus können Sie beide kommen. Ja, wir nehmen beide gerne. Nadine Angerer und Kim Kulig nehmen Angela Merkel und Christian Wolf, und wir drücken alle Daumen auf dem Weg zum, ja, wieder zum Titel, nicht auf dem Weg zur Titelverteidigung. Ein schöner Titel zu Hause im eigenen Land, das wäre es doch 2011. Herzlichen Dank fürs Kommen, wir sehen uns später an der Flurwand. Ja.